Wenn wir uns Kleidung kaufen, wählen wir die Marken aus nach Stil, Preis, Tragekomfort und Qualität. Aber wenn wir mal genau hinschauen, was hinter einer Marke steht, sehen wir die Menschen, die die Kleidung herstellen. Und die arbeiten häufig unter schlechten Bedingungen. Ihre Rechte und Freiheiten werden eingeschränkt. Viele von uns würden gerne Kleidung kaufen, die unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt wurde. Doch in der weltweiten Bekleidungsindustrie kann einem das kaum einer garantieren. Ein Grund dafür ist, dass die Marken meist keine eigenen Fabriken besitzen, sondern ihre Kleidung von vielen verschiedenen Unternehmen herstellen lassen, in einer komplexen internationalen Zulieferkette. Nehmen wir zum Beispiel ein T-Shirt. Zwischen dem Käufer und den Menschen, die das T-Shirt herstellen, stehen ein Geschäft, eine Marke, der Transport, Händler und natürlich die Nähereien, in denen das Shirt hergestellt wird. Hier arbeiten viele Menschen, oft verteilt auf mehrere Fabriken. Je komplizierter das Kleidungsstück ist, umso mehr Personen arbeiten daran. Es gibt also viele Möglichkeiten, bei denen in der Herstellung etwas schiefgehen kann. Und das ist nur ein Teil der gesamten Zulieferkette. Baumwolle beispielsweise wird auf Plantagen angebaut, dann zu Garn versponnen, gefärbt, zu Stoff gewebt oder gestrickt und der wird an die Nähereien geliefert. Das also ist die Zulieferkette für ein einziges T-Shirt. Und das ist nur ein Artikel aus einer ganzen Kollektion einer Marke. Aber jede Marke produziert Dutzende oder Hunderte Designs in jeder Saison und bestellt bei verschiedenen Fabriken. Gleichzeitig produzieren die meisten Fabriken für viele verschiedene Marken. So entsteht ein komplexes Geflecht aus vielen verschiedenen miteinander verwobenen Zulieferketten. Wie können wir in einem so komplizierten System sicherstellen, dass die Menschen, die die Kleidung herstellen, fair behandelt werden? Die Fairwear Foundation konzentriert sich in ihrer Arbeit auf den Teil der Zulieferketten, in dem die Kleidung produziert wird. Nähen ist Handarbeit und deshalb arbeiten hier besonders viele Menschen und gerade dort werden die Menschenrechte besonders häufig verletzt. Die Fairwear Foundation achtet dabei auf 8 Arbeitsstandards, die die Grundrechte der Arbeiter sichern. Sie basieren auf den Grundsätzen der Vereinten Nationen. Die Wahl des Arbeitsplatzes ist frei, ohne Zwang und Nötigung. Es gibt keine Diskriminierung und keine Kinderarbeit. Arbeiter haben das Recht, sich zu vereinigen und kollektive Verhandlungen werden respektiert. Die Löhne sind existenzsichernd und die Arbeitszeiten angemessen. Sicherheit und Gesundheit der Arbeiter werden geschützt und die Arbeitsverhältnisse sind rechtsverbindlich mit einem fairen, gültigen Arbeitsvertrag. Wie werden diese Standards in der Praxis nun umgesetzt? In manchen Fällen ist das ganz einfach. Wenn zum Beispiel Notausgänge abgeschlossen sind, damit Arbeiter keine Pausen machen oder Kleidung stehlen, dann werden hier ganz klar Sicherheit und Gesundheit gefährdet. Das lässt sich relativ einfach beheben. Doch meist werden gleich mehrere Arbeitsstandards verletzt, die außerdem miteinander verknüpft sind. Und manchmal liegen die grundsätzlichen Ursachen außerhalb der Kontrolle des Fabrikmanagements. Ein sehr häufiges Problem sind beispielsweise übermäßig viele Überstunden. In vielen Bekleidungsfabriken arbeiten die Menschen bis zu 16 Stunden am Tag, 6 oder 7 Tage in der Woche. Das sind über 100 Stunden pro Woche und das oftmals monatelang. Wer 16 Stunden am Tag arbeitet, sagen wir von 7 bis 23 Uhr, hat keine Zeit für Familie oder Erholung. Es ist noch nicht mal genug Zeit zum Schlafen. Lange Arbeitszeiten wirken sich auch auf die Qualität der Arbeit aus und auf die Sicherheit der Arbeiter. Die mit Abstand meisten Arbeitsunfälle passieren während den Überstunden, wenn die Arbeiter übermüdet sind. Die Menschen arbeiten trotzdem so lange, weil ihnen manchmal einfach verboten wird, nach Hause zu gehen. Und fast immer sind die Löhne so niedrig, dass die Arbeiter Überstunden machen müssen, um sich überhaupt eine Wohnung, Essen und andere Grundbedürfnisse leisten zu können. Obwohl übermäßig viele Überstunden gefährlich sind und die Qualität der Produkte leidet, stehen die Fabriken immer wieder unter einem immensen Druck, Kleidung schnell zu produzieren und zu liefern. Sonst verlieren sie ihre Aufträge und die Arbeiter ihre Arbeitsplätze. Die Marken verlangen kurze Lieferzeiten, ändern Bestellungen in letzter Minute und zahlen unverhältnismäßig niedrige Preise. Kleidungsstile werden geändert, es gibt Saisonspitzen und die Fabriken wissen nie sicher, wann sie den nächsten Auftrag bekommen. Das führt dazu, dass sie ihre Kapazitäten überbuchen. Ein weiterer Grund für Überstunden. Weil die Bestellungen praktisch unberechenbar sind, erhalten die Arbeiter keine Verträge oder feste Arbeit. Die übermäßigen Überstunden stehen also in direktem Zusammenhang mit Löhnen, Verträgen, Gesundheit und Sicherheit und mit den Geschäftspraktiken der Marken. Die Arbeitsstandards sind noch auf viele weitere Arten miteinander verknüpft. Ein Kernproblem sind existenzsichernde Löhne, mit erheblichen Auswirkungen zum Beispiel auf Kinderarbeit. Wenn Eltern nicht genug für den Lebensunterhalt verdienen, gehen ihre Kinder oft nicht in die Schule.
Wenn Arbeiter aber eine eigene Gewerkschaft gründen und kollektiv verhandeln dürfen, können sie die Bedingungen in den Fabriken verbessern. Es wäre natürlich schön, wenn man von den Fabriken einfach gute Arbeitsbedingungen verlangen könnte. In Wirklichkeit sind die Fabriken alleine aber gar nicht in der Lage, all das umzusetzen. Wer also ist für faire Arbeitsbedingungen verantwortlich? Die Fabriken spielen natürlich als Arbeitgeber eine wesentliche Rolle. Sie sind schließlich diejenigen, die die Arbeiter beschäftigen. Aber auch die Marken müssen ihren Teil dazu beitragen. Neben Qualitäts- und Preisforderungen können sie auch angemessene Arbeitsbedingungen verlangen und selbst positiv beeinflussen. Indem sie faire Preise zahlen, realistische Lieferzeiten ansetzen und den Fabriken für zukünftige Bestellungen eine gewisse Sicherheit geben. Die Fairware Foundation arbeitet also auf mehreren Ebenen. Wir überprüfen die Bedingungen der Fabriken in den Produktionsländern und wir verifizieren die Geschäftspraktiken der Marken in Europa. Die Fairware Foundation arbeitet außerdem zusammen mit Gewerkschaften, Arbeitnehmer- und Frauengruppen, mit Unternehmensverbänden, Regierungen und Verbraucherorganisationen in den Produktionsländern und in Europa für langfristige Lösungen. Die Arbeiter selbst können ihre Beschwerden direkt bei der Fairware Foundation vorbringen. Und die Fairware Foundation berichtet öffentlich über die Geschäftspraktiken der Marken, den Fortschritt in den Fabriken und die Beschwerden der Arbeiter. Und hier kommen Sie ins Spiel. Sie können in den Berichten selbst nachlesen, was hinter einer Marke steht und können sich bewusst entscheiden, welche Kleidung Sie kaufen. Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie unsere Website fairware.org. Dort sind alle Marken aufgelistet, mit denen wir zusammenarbeiten. Stellen Sie Ihre eigene Einkaufsliste mit Fairware Foundation-Mitgliedern zusammen, die Produkte in Ihrem Land verkaufen.